großen Entfernungen. Überall die gleiche Einsamkeit. Hier im Flussgebiet des Entre Rios ist die einzige Verbindung das Postboot. Ruhig und sicher bedient der Fahrer das Steuer. Im Maschinenraum der deutsche Mercedes-Motor. Briefpost und Zeitungen werden an ein rundes Holz gebunden und mit sicherer Hand vom fahrenden Schiff aus an Land geworfen. So gut sein Ruf als Postwerfer ist, hier hat er vorbeigezielt. Der Bauer erwartet schon das Boot. Heute hat auch er einen Brief. Ja, ein Gruß der Angehörigen aus der Heimat. Musste der deutsche Siedler auch noch so primitiv anfangen. Wie hier, ein Lehmhütte ist sein Wohnhaus. Er hält durch und durch Fleiß und Zähigkeit verbessert er sich. Jeder ist sein eigener Baumeister und nach vielen Jahren der Entbehrung entsteht nun ein hygienisches, zweckentsprechendes Zementhaus. Deutscher Pflug furcht fremde Erde. Schwer und hart ist die Arbeit des Siedlers im Urwald. Dumpfe Schwüle lastet in diesen Regionen. Das Fällen der Urwaldriesen verrichten Eingeborene. Das Holz wandert später zur Verarbeitung zum deutschen Sägemüller. Hier ist er bei der Arbeit. Alles hat er selbst gebaut. Haben deutsche Menschen ihren Stempel aufgedrückt. Holzhäuser im Stil der Heimat, deutsche Handwerker, deutsche Schulen, deutsche Kirchen.